E-Sports, der zweitbeste Grund für junge Männer, stabile Handgelenke zu haben. Nach Schlagzeugspielen. Sportlicher Wettkampf unter Gamern boomt. Die Umsätze gehen weltweit durch die Decke. Turniere füllen Stadien. Und wer gewinnt, wird zum Superstar. Fnatic, Champions of Europe. Eigentlich hat der E-Sport inzwischen alles. Sponsoren, Stadien, Fans. Nur eins fehlt. Frauen. Sogar CNN als Mainstream-Medium ist das aufgefallen. You just saw some of the best e-sports players in the world. And you may notice, all of them are male. And that's not unusual at all. Nicht nur im professionellen Gaming ist das so. Auch im Casual Gaming, für dich und mich, werden Frauen oft in einem, naja, einseitigen Licht betrachtet. Found me. Congratulations. Do I get a prize? I have nothing on me, but I'll think of something. Holla, die Waldfee, das sieht auf den ersten Blick recht problematisch aus. Sind alle Computerspiele jetzt auf dem Prüfstand? Gibt es etwa Videogame Cancel Culture? Hoho. Also, müsst ihr GTA auf den Müll werfen? Und warum haben es Frauen im professionellen Gaming so schwer? Beides jetzt. Frauen im E-Sport sind wie Maskenträger im Weißen Haus, stark in der Unterzahl. Und das liegt nicht daran, dass sie Männern in Videospielen generell unterlegen sind. Zumindest gibt es keine Forschungsergebnisse, die darauf hindeuten, dass Frauen im E-Sport leistungsschwächer sind als Männer. Das Thema ist unter Forschern umstritten. Sportwissenschaftler Ingo Frohböse sagt: Gerade wenn es um die Verarbeitung von komplexen Aufgaben unter Zeitdruck geht, sind Frauen besser. Der Sport erfordert eine hohe Reaktionsfähigkeit mit seinen 300 bis 400 Bewegungen pro Minute. 300 bis 400 Bewegungen schaffe ich nicht mal am Tag. Körperliche und kognitive Fähigkeiten sind wichtig im E-Sport. Und Frauen punkten außerdem mit besserer Kommunikation. Das könnte den E-Sport-Teams ganz gut tun. Da sieht die Kommunikation nämlich teilweise so aus. In E-Sport-Teams wäre etwas weniger Testosteron jedenfalls gar nicht so schlecht. Oder wenigstens Untertitel. Aber woran liegt denn das jetzt, dass Frauen im E-Sport so selten sind wie in DAX-Vorständen? Goldener Kabarett hier. Wir haben mit drei Frauen im E-Sport gesprochen. Zwei professionellen Gamerinnen und einer Moderatorin. Und der erste Grund? Der E-Sport bevorzugt Männer. Tja, also eigentlich genauso wie in Politik, Wirtschaft, Medizin, Wissenschaft, Militär. Wir haben es verstanden. Comedy? Vielen Dank. Und wenn gerade schon Finale ist, nehmen wir doch als Fallbeispiel mal das erfolgreichste E-Sport-Game der Welt, League of Legends. Warum hat auch dieses seit 2009 existierende, extrem populäre Spiel so wenig Frauen in der Pro-Szene? Wir haben da mal nachgefragt. Wenn man als, gerade als jüngeres Mädchen dann irgendwann anfängt, wirklich viel zu zocken oder auch mehr zu zocken oder probiert, wirklich kompetitiv zu spielen, man deutlich mehr Verachtung empfährt, auch einfach vom Umfeld, wahrscheinlich auch von den Eltern, als wenn man halt jetzt ein Jung ist. Diese Dame spielt in der League of Legends für das Team C-Play in der zweiten deutschen Liga. Sozialisierung also. Aber dennoch gibt es auch Pro-Gamerinnen, nur halt nicht in den Top-Teams. Warum? Da wurde von den Profi-Teams manchmal seltsame Ausreden bemüht. Das fängt ganz einfach an bei der Unterbringung. Zum Beispiel, es gibt noch genug, oder es gibt auf jeden Fall einzelne deutsche Teams, die Teamhäuser haben, wo die Leute zu zweit, zu dritt in Schlafräumen schlafen. Ein Zitat von unseren Funkkollegen aus dem Unmuted-Podcast. Link in der Videobeschreibung. Also, in Sachen Frauen alles ein Unterbringungsproblem? Ich glaube jetzt nicht, dass es so schwierig wäre. Vielleicht ein eigenes Zimmer oder wenn es im Management sowieso noch eine andere Frau gibt, dann mit der zusammen. Diese Dame spielt für das Team Austrian Force in der dritten League of Legends Liga. Für sie
ist ein Grund für Ausreden wie, ich weiß nicht, wo Frauen schlafen, schlichtweg der fehlende berufliche Umgang mit Frauen. Viele, die ich kenne, vom Staff her noch nie irgendwie Kontakt mit einer Spielerin in einem gemischten Team hatten. Man weiß nicht, wie verhalten sich die Jungs zu ihr, gibt es da Probleme? Naja, und durch den fehlenden direkten Kontakt zu Frauen entsteht eben zwangsläufig ein sehr männlich geprägtes Umfeld. Und da stehen Frauen auch oft außen vor. Es gibt natürlich dann auch schon Aussagen, wo nach einem besonders diskreten Play wird halt gesagt, ja, hast halt Eier gehabt. Und das ist halt schon ein Unterschied. Und das ist nicht nur in den Teams. In der Entwicklungsfirma Riot Games herrschten laut einer ehemaligen Mitarbeiterin noch schlimmere Zustände. Sie sagt, in einem Monat habe sie bei Riot Games 500 Mal das Wort Dick, Schwanz gehört. Negron ist jetzt nicht mehr bei Riot Games. 500 Mal in einem Monat, das macht abzüglich der Wochenend- und Feiertage einen Durchschnitt von 22,27 Mal Schwanz pro Tag. Morgen, sag mal, hast du den Schwanz für morgen schon rausgeschickt? Nee, ich warte noch auf den Schwanz vom Robert. Davor kann ich meinen Schwanz ja gar nicht rausschicken. Aber bei dem habe ich schon 20 Mal angerufen. Schwänzt der Schwanz schon wieder? Nee, der Robert hat sich doch vom Arzt für die ganze Woche Schwanz schreiben lassen. Okay, ja gut, dann kommt's hin. Riot Games ist jedenfalls kein Einzelfall, denn der ganze Gaming-Markt ist betroffen. Für die Pro-Gamerinnen fangen da die Probleme nämlich schon an. Einmal ist natürlich das gesamtgesellschaftliche Frauenbild, was da vermittelt wird in der gesamten Gaming-Szene. Das ist halt einfach meiner Meinung nach extrem frauenverachtend. Das fängt an bei Super Mario. Da ist die zentrale Frau im Spiel die ganze Zeit gefangen und davon abhängig, dass ein Mann sie rettet. Rollenbilder wie in einem uralten Märchen. Nur, dass die Prinzessin eben nicht vom Prinz gerettet wird, sondern von einem Klempner mit Pornoschnurrbart. Und das ist noch einigermaßen harmlos. Extrem ist dieser von der YouTube-Reihe Feminist Frequency beschriebene Trend. In Kane and Lynch, your wife is brutally murdered and you then have to rescue your daughter. I'll find them all before they find Jenny. In Prototype 2, your wife is brutally murdered and you then have to rescue your daughter. In Inversion, your wife is brutally murdered and you then have to rescue your daughter. Layla, where is she? Ja, die brutal ermordete Frau ist ein fauler Trick von Game-Entwicklern geworden, dem heroischen, männlichen Charakter eine Motivation zu verleihen. Das macht dramaturgisch wenigstens noch halbwegs Sinn und längst nicht so übel und verwirrend wie andere Beispiele. Im Spiel Ratchet & Clank gibt es dagegen dieses Easter Egg. Wenn der Charakter vor diesem lila Alien eine Reihe Sprünge performt, werden ihre Brüste größer. Kein Scheiß. Da kann man sich doch nur fragen, wie sowas in dem Spiel landet. Leute, wir brauchen noch so coole versteckte Mechanismen als Anreiz für unsere Gamer. Wie wär's mit einem weiblichen Badass-Charakter zum Freischalten? Oder speziellen Custom-Rewards für unsere Gamerinnen? Oder wie wär's, dass wenn die Ratte springt, dass dann dem geilen Alien so lila Titten wachsen? Clever. Und dann wird sie ermordet und man muss die Tochter retten? Brillant! Heißt das, dass wir alle nur noch Spiele von weiblichen Designern spielen müssen? Aus jetzt damit! Höret auf mit dem Schabernack, den ihr mir hier spielt! Keine Angst, niemand will euch eure Spiele wegnehmen. Selbst Feminist Frequency selber sagt: But remember that it's both possible and even necessary to simultaneously enjoy media while also being critical of its more problematic or pernicious aspects. Ihr müsst eure Fackeln und Mistgabeln also gar nicht erst rausholen. Machen nämlich schon genug Leute. Denn ein weiterer Grund, der Frauen im E-Sport abschreckt, ist der sexistische Umgangston auf Social Media. Auch E-Sportlerin und Moderatorin Sjox muss dort ordentlich einstrecken. So I started in 2012, so I had a Twitter account with like 100 followers. And, you know, I had 100 followers, so I had 2 haters. And then I had 1,000 followers, and then I had 20 haters. Dieser Hate, der Sjox und andere in ihrer Position seit ihren ersten Tagen verfolgt, sorgt für eine unangenehme Zwickmühle. It's weird, because you can't stay away, because it's important for your job. But it's also unhealthy to be busy with it the whole time, because I don't know. Sometimes I just get so much like disturbing things in my inbox. It's crazy. Für sie keine Option, sich entmutigen lassen. If I look around me, it does make me a bit happier, like when I started almost 9 years ago, where
there were so many men almost exclusively. And then as the years went on, there's like, I have a female director, I have a female audio engineer. Tja, und umso mehr Frauen die Branche unterwandern, desto größer sind natürlich die Chancen, dass die männlich geprägten Strukturen mit der Zeit aufgebrochen werden können. Und ein weiterer Lichtblick, seit dem Giga-Event BlizzCon 2019 gibt es im Spiel Hearthstone eine Championess. And Lion becomes the first woman to reach the pinnacle of competitive Hearthstone. She is your 2019 BlizzCon Champion. Tja, nach ihrem klaren und dominanten Sieg erklärte sie, an all die Mädchen da draußen, die davon träumen, E-Sportlerin zu werden, wenn ihr das wollt und an euch glaubt, vergesst euer Geschlecht und macht es einfach. Ja, all diese Damen, die wir jetzt gesehen haben, das sind erfolgreiche Frauen im E-Sport, die beweisen, dass es geht. Was meint ihr? Wie kann sich die E-Sport-Branche auf das nächste Level hochspielen und mehr Platz für Gamerinnen machen? Oder sind Female-Only-Teams etwa die Lösung für das Problem? Diskutiert das doch sehr gerne mit der nötigen Würde und dem nötigen Respekt in den Kommentaren. Jetzt weiß ich endlich, wie ich die Glocke von Valulis zum Wachsen kriege. So verpasse ich sicher kein Video mehr und klicke garantiert nicht daneben. Wer auch immer sie geschickt hat, sie sind eingestellt.